Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. Ja, wir haben hier eifrig begonnen, Eisen zu produzieren und ja, ich wollte dann hier eine entsprechende, was war es nochmal, Werkzeugschmiede hinsetzen. Und wir haben jetzt hier Problemchen, die kriege ich hier nicht mehr hin. Auf der anderen Seite wird aber hier dieser Weg schon eifrig benutzt. Ein bisschen sehr eifrig. Und ja, also denke, es wegzureißen wäre keine gute Idee. Glaube ich. Das würde zu Verlusten führen. Ist die Frage, wo setze ich diese komische Werkzeug in das Bummens hin? Tja. Da staut es sich gerade. Moment. Vielleicht habe ich Glück. Die gehen jetzt alle so ihre Wege. So. Die beiden anderen, die habe ich jetzt einfach mal geopfert, was immer die auch gerade tragen. Moment, Moment. Ausrüstung, Ausbildung, Verarbeitung, glaube ich. Oh, nee. Dann vielleicht noch eher hier. Werkzeugschmiede, da ist er doch. Aha. Okay. Jetzt würde das Ding dahin passen, theoretisch. Frage ist, wie sieht es denn mit der Anbindung aus? Ne, so wegetechnisch. Oh, gedreht bekommt man die schon mal sehr gut. Eieieiei. Passt aber auch so gerade eben das Teil da rein. Also mit Wegen ist dann nichts mehr gegeben. So halt. Da muss ich dann komplett andere Wege einschlagen. Was jetzt mit den Wegen? Würde ich aber vorschlagen, vielleicht die andersrum zu drehen, wenn das geht. So. Setzen wir die einfach mal da so hin. So, okay. Ja, das ist herausfordernd. WG. Ich probiere ja immer mal wieder gerne Dinge aus. Da irgendwie eine Möglichkeit, da überhaupt da irgendwas anzuknüpfen? Ich glaube nicht. Macht der Abschnitt hier im Prinzip überhaupt keinen Sinn mehr. Und kann weg. So. Schade eigentlich, weil das war eine gute Kombi, das irgendwie so zu machen, aber nun ja, nun ja, nun ja. Okay, Militärakademie, Steinmetze 3. Okay. Werkzeugschmiede ist im Bau. Leichte Rüstung und Rucksack soll ich herstellen. Das ist, glaube ich, beides ein Job für die Schneiderei, die ich noch mal genau wo habe. Ach, da hinten irgendwo, genau. Ja, also Rucksack und leichte Rüstung. Ich lasse mich da nicht lumpen. Wir machen da erstmal von allen 5. Ja, da haben wir. Okay. Das wäre dann schon mal soweit in Auftrag gegeben. Steinmetzen, dritter Steinmetz. Was will der mit den 1000 Steinmetzen? Steinbruch? Sägewerk. Zwei Steinmetze habe ich hier irgendwo rum existieren. Da ist einer. Und da ist einer. Ja gut, wenn ich, da ich jetzt hier auch noch einen Steinbruch habe. So, das ist das Sägewerk.
würde natürlich da ein weiterer Steinmetz durchaus Sinn machen. Posthaus. Ne? Ach da. Steinmetz. Ja. Bin mir jetzt noch verrät, wo ich den Platz dafür hernehmen soll, um das Ding hier hinzusetzen. Es wäre eine sehr gute Erleichterung. Eine unheimliche Erleichterung. Ich kriege hier kein Steinmetz unter. Oh. Oh, ich kriege hier ein Steinmetz unter. Moment, Augenblick. Ich den noch gedreht. Jo. Zack, Steinmetz. Fertig ab. Keine Diskussion darüber. Auch wenn ich eigentlich Holz und so abbaue und hochziehe und hast du nicht gesehen, aber wo habe ich denn? Wo habe ich denn mein Forsthaus? Wo sind die? Nein! Hallo, da, Forsthaus. Ja, ich glaube, du müsstest deinen Fokus irgendwie hier so hinsetzen. Yeah, oder? Bin mir da nicht so sicher. Laubholz, Lenneskirchen, Forsthaus. Und hier ging es natürlich auch. Ich mach das mal so. Puh, das hat sich hier ganz schön geändert und weiter, oder, ne, also vom Platzbedarf her sowieso. Ach, die sind, glaube ich, fertig, ne? Produziere keine Genussmahlzeiten, da Wohnhäuser sind, alle Wohnhäuser sind voll, so rum. Cool. Ja, okay, das hat sich ja jetzt erledigt. Sehr schön. Das ist abgeschlossen. Was haben wir hier? Oh. Wachturm. Alle erreichbare Territorium in Reichweite eingenommen. Und da vorne auch. Huiuiuiui. Ach ja, da vorne hatte ich doch diese komische Pflanze entdeckt. Was auch immer das jetzt war. Wo war denn die jetzt nochmal? Ich bin mal auf Straße. Da ist sie, genau. Nein. Ja. Haben wir so gemacht. Dann haben wir die mit dazu angebunden als interessanter Ort. Ja, wir haben uns hier schon ganz schön ausgeweitet. Wenn man mal so ganz kurz hier so auf die Minimap guckt, das ist nicht wenig. So, Rüstung und Rucksack. Die Herstellung ist abgeschlossen. Wir bräuchten jetzt eine Abenteuergilde, sagt er. Wir brauchen Bauarbeiter, die wir ausbilden sollen. 5 an der Zahl. Da brauche ich, glaube ich, Hämmer für. Bauarbeiter. Zimmerer. Achso, ist glaube ich egal. Ne? Irgendwas in dieser Richtung. Moment, Augenblick. Rüstung, bla, hier. Bilde zusätzliche Baustellenträger, Planierer oder Zimmerer im Gildehaus aus, um Baustellen schneller abzufertigen. Planierer brauchen Schaufeln, Zimmerer brauchen Hammer, welche du in der Werkzeugschmiede herstellen kannst. So, Moment. Schaufeln, Zimmerer, Hammer. Moment. Ja. Planierer. 2 Planierer und 3 Zimmerer oder so. Was ist das? Baustellenträger. Dann machen wir es doch einfach so. So, der braucht eine Schaufel und der braucht einen Hammer. Kann ich beides, glaube ich, noch nicht bauen, weil... Doch, geht. Ich brauche 2 Hämmer und ich brauche 2 Schaufeln. So, dann ist die ist nämlich fertig und kann ihren Job beginnen. Sehr cool.
Das freut mich. Speichere mal ganz kurz. Na, komm mal, soll der Geist, nehmen wir mal noch einen neuen Slot. So, nee, zurück zum Spielen. Ich will noch nicht beenden. Ich wollte nur den vorhandenen Spielstand sichern. Denn das sieht bis jetzt ganz gut hier aus, was wir hier so haben. Cool, sehr schön. Kupfertagebau müssen wir noch machen. Werkzeuge soll ich herstellen. 10 Stück. Und eine Abenteuergilde. Kohle wurde entdeckt. Irgendwo da hinten gibt es Kohle. Handelszentrum von anderer Fraktion entdeckt. Aufgaben sind verfügbar. Das hat man, glaube ich, schon mal. Und die Produktion hier ist abgeschlossen von der Schneiderei. Gut, ich weiß erstmal nichts weiteres, was ich da machen müsste unbedingt. Oha. Oha. Die Lager sind ja alle voll. Wow. Ja. Da haben wir jetzt auch schon den Steinmetz soweit. Das heißt, das ist auch erledigt. Bevölkerung ist abgeschlossen. Baue Steinbrüche. Habe ich nicht 3 Steinbrüche? Das müsste jetzt gehen, ne? 1, 2. Oh. Ah, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist okay. Steinbruch. Ich habe hier Stein. Da ist Kupfer. Das müssen wir auch noch machen. Ich habe hier Stein. Da ist auch Stein. Kriege ich hier noch einen Steinbruch hin? Na. Ich drehe den mal. Jo. Das klappt. Dann setze ich doch hier einen Steinbruch hin und sag den Leuten schon mal, Moment, ja, erstmal nur Stein. Machst du mal hier so einen Fokuspunkt hier so hin. So, hier ist Stein, da ist Kupfer, aber hier ist auch nochmal Stein, also, ja doch, das ist, kann man so machen, glaube ich. Ich glaube, hier hätte ich keinen hingekriegt, ne, oder? Steinbruch. Ja. Nee, das hätte nicht mehr funktioniert. Okay. Haben wir jetzt einen dritten Steinbruch in Auftrag gegeben? Kupfertagebau. Da ist ein bisschen Kupfer. Ansonsten. Nö. Da ist Stein. Hier ist Kupfer. Da ist Kupfer. Ich glaube, Kupfer habe ich nicht so wahnsinnig viel hier in der Nähe. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Was das Vorhandensein von Kupfer anbelangt. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, aber Kupfer ist... Achso, da wird auch unser Stein ab. Das Kupfer. Egal. Auch wenn das Kupfer hier, also Kupfer vorkommen, jetzt nicht so wahnsinnig ist. Bergbau? Ach da, immer noch. Kupfer kriege ich hier hin. Ich bin ein bisschen gedreht. So, Kupfer und dann irgendwie hier noch ran. Okay. Damit hätten wir das.
So. Auch diesen Teil hätte ich damit in Auftrag gegeben. Der Steinbruch ist noch im Bau. Bauarbeiter ausbilden. Was ist da los? Gildehaus dampft. Achso, es scheitert im Augenblick an den dafür benötigten Materialien. Da ist der Hammer ist aber unterwegs. Dann noch die Schaufeln, die beiden. Dann sollte das soweit. Aber Klappen, Werkzeugschmiede. Ja, genau, der muss noch die Schaufeln machen. Alles andere hat er fertig. Sehr cool. Geht. Abenteuergilde und Militärakademie. Handelsposten, Schatzkunden ein. So, das war wahrscheinlich hier der Bereich Eroberung, ne? Deckerposten, Militärcamp, Garnison, war auch nicht. Oha. Holzwerkstatt, Waffenschmiede, Rüstungsschmiede, Kunstschmiede, Militärakademie, ja, und Abenteuergilde. Eine Abenteuergilde, das ist auch wieder so ein Riesending, ne? Ja. Okay, in keinster Weise gedreht. Wie das? Ja, so ein bisschen schon, aber. Ich glaube, da ist der bessere Platz für. Dann setze ich das mal dahin. So. Weg haben wir. Kriege ich denn hier noch einen Wachturm hin und weil das würde auf jeden Fall auch noch Sinn machen, denke ich. Okay, dahingesetzt bekomme ich den. Wegetechnisch. Ja, machen wir dann einfach mal so. Kurz entschlossen. Dann würde ich da nämlich noch einen weiteren Wachturm hinsetzen. Wie sieht es mit der anderen Seite aus? Hier so hin. Und dann. Wo ist er? Da ist er. So. Dann haben wir die neuen beiden Wachtürme. Ich hoffe, das macht Sinn. Oha. Moment. Das Forsthaus ist aber nicht. Kümmert sich um Bäume. Ja, die sind aber nicht hier, ne, dass die hier irgendwie. Nö. Wenn er es befürchtet, dass hier keine Bäume mehr angepflanzt werden. Vielleicht sollte ich einfach mal kurz die Holzfäller mal wieder pausieren. So.
damit sich hier der Holzbestand etwas erholen kann. Und dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Ja, wir kommen langsam aber sicher voran. Wir schließen schon mal hier so den ein oder anderen Meilenstein ab oder nähern uns einen solchen an. Wie es weitergehen wird, werden wir erfahren in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.